Hallo Freunde, heute mal schön auf den Sonntag. Der Kameramann hat Zeit. Und nicht, dass du wieder mitten unter der Woche hochlädst, da kriege ich wieder Ärger in der Firma. Weil die haben gedacht, ich war das. Während der Krankheit darf man das nicht. Kleiner Scherz. Freunde, schaut mal, was ich hier Schönes gekriegt habe. Vom Arbeitskollegen. Hammerkette. Habe ich schnell mal repariert. Eine war aufgerissen. Und hier, das ist das Schrumpfzeichen. Dachdecker. Ich bin zwar keiner, aber ich mache die Arbeit. No, da habe ich mich drüber gefreut. Hier wird noch ein bisschen neu eingefettet, mit Lederfarbe behandelt. Dann ist alles schick. Und das ist doch ein schönes Teil, finde ich jedenfalls. Die Löwenköpfe vor allen Dingen. No, das ist doch was Schönes. No. Und das war eine Spende. Kein Geld bezahlt. Vom Kollegen. Kriegt er natürlich ein paar Bier. So, dann wollen wir euch mal zeigen. Lederarbeiten. Wir wollen ja demnächst hier ein kleines Countryfest veranstalten. Und dazu muss man sich natürlich ausstaffieren. Wir haben gesagt, kostümiert. Der Hut hängt da oben. Der Kollege kann ja mal rüberschwenken. Deswegen das Holster, was ich vor zig Jahren mal angefertigt habe. Und das ist alles noch original. Das ist ein Armeeholster, sozusagen. Es wurde in privater Nutzung hinterher weiter genutzt. Und das war mal ein Prototyp, der bei der Armee testweise eingeführt wurde, dass man sozusagen die Einsatzmunition gleich oben am Holster dran hat. Das ist so ein extra Streifen, der einfach bloß reingesetzt wurde. No? Ich habe das ein bisschen umgeändert. Hm. Man kann es ja vielleicht mal vorzeigen. Das passt wirklich hauteng. Das ist genau angepasst. Wir zeigen erstmal die schöne Waffe. Und das ist alles angefertigt. Oh, hauteng angepasst. Das kann man lösen. Ein Kollege kann ja mal kurz auf Pause machen, da fummel ich es mal auseinander. Die Löcher, da wird dieses Bändel durchgefädelt. Zwei Laschen. Da kannst du hier unten in die Löcher einfädeln und es wieder verschließen. Es ist also kein fester Verschluss, sondern einen, den du auf und zu machen kannst. Im Original ist es halt eben ein fester Verschluss, kannst du allerdings nicht flexibel gestalten. So. Das ist auch angefertigt. Eine neue Lasche für den Gürtel. Praktisch geht hier der Gürtel hinten lang. No. Und das war eben so ein Versuchsholster. Hat sich dann aber nicht durchgesetzt, viel zu aufwendig für die Armee. Und wer sowas haben wollte, hat wahrscheinlich privaten Sattler beauftragt. Die hatten immer einen in der Truppe dabei. Jo. Das ist der Remington. Modell 1873, würde ich jetzt stark behaupten. Geht's drauf. Western Remington, New Model, New Army. Genau. Und das ist eine Schreckschussausführung, die jetzt mehr kostet wie jemals zuvor. Gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch hergestellt wird. Meine sieht ein bisschen patiniert aus, also auch Messing kann grün anlaufen. Ihr wisst es ja, der Cowboy hat es auch nicht übertrieben mit dem Putzen. Dafür hat er gar keine Zeit und Mühe investiert. Ich habe sogar geladen, wir können vielleicht nachher mal einen Probeschuss machen. Und beim Remington war eben interessant, dass du locker easy die Trommel rausnehmen konntest. Zum Reinigen ist das schon mal von Vorteil. Wobei ja das eine adaptierte Version ist, also schon umgerüstet auf Patrone. Man konnte aber auch weiterhin die Schwarzpulvertrommeln nutzen, wenn man die hatte. Und davon trug man eigentlich im Einsatz zwei, drei oder mehr in so einem speziellen Holz damit sich. Und die hat man ja ruckzuck austauschen können. Also beim Colt war das viel aufwendiger. Nur, wem sowas interessiert, einfach mal nachlesen. Wir haben auch noch den passenden Anschlagschaft dafür da. Ich war früher so deppert und habe sowas gekauft. Schön. Haben wir gezeigt. Du kannst ja nochmal näher ranzoomen. Das kostet jetzt so um die 500 Euro das Teil. Früher knappe 450 DM oder so. Naja, die Preise haben sich ganz schön zum Negativen entwickelt. Einsetzen kannst du es auch easy. Mal gucken, ob jetzt Vorführeffekt funktioniert. Also unter Einsatzbedingungen hat das wirklich funktioniert. Du hast ein bisschen mit dem Hahn gespielt, das drin gefluppert, hast kurz geguckt, ob vorne alles fluchtet, bisschen gewackelt und dann ging das. Naja, Vorführeffekt. Hier, zack, reingesteckt. Also wenn man das geübt hat, ging das natürlich viel schneller. Das war der am schnellsten nachzuladende Vorteil-Revolver, den es überhaupt gab.
Einfach weil man die Trommeln getauscht hat. Jo. Okay. Authentischer geht's nicht. Metall, Metall, Stahl, Holz. Heutzutage alles Zinktruckus und explodiert hier in der Hand, wenn du schießen tust. Ganz wichtig. Okay, feines Teil. Holz da auch genäht. Sogar mit Innenfutter versehen, was damals sich nur Offiziere geleistet haben. So. Dazu noch einen passenden Gürtel. Das ist die Version, die nach den Indianerkriegen stattfand, 1873, da war es lange vorbei. Und der Bürgerkrieg war auch vorbei. Dann kam man eben auf die Idee, die Einsatzmunition in Schlaufen zu transportieren. Vorher hatte man solche kleinen Patronentaschen, will ich mir auch noch nähen, aber da polterten die Hülsen hin und her drinne, weil dort Holzeinsätze drinne waren, original, die natürlich dann verschmissen wurden von den Soldaten. Dann klapperten da die Patronen drinne rum, bis sich die Kartuschen von den Bleigeschossen trennten. Weil, naja, die Einsatzmunition blieb natürlich jahrelang am Holz da in Friedenszeiten. Schießtraining gab es nicht, das war zu teuer. Also polterten die Patronen lustig drauf los, bis sie auseinanderfielen. Das war wirklich so, das habe ich nachgelesen. Ja, und in den Schlaufen, die ja im Westen üblich waren, konnte man halt die Kartuschen gut aufheben. So, das ist das Säbelgehänge, auch angefertigt nach Originalvorlage. Hier wird der Kavalleriesäbel eingehängt. Sieht sehr malerisch aus. Wie gesagt, wir werden uns hier auch ein bisschen kostümieren. Dann werden wir einen Schnellziehwettbewerb veranstalten. Ich habe die passenden Luftdruckwaffen ja da. Und da werden wir ein bisschen Spaß haben. Und Luzi graviert uns noch einen Pokal. Ne? Hier wird richtig Spaß sein. Jo, okay. Auch angefertigt. Und uns hier im Außenbereich auf dem Grundstück. Hier soll eine Partyzone eingerichtet werden. Spaßeshalber nennen wir es dann mal Saloon. Ein bisschen Deko kommt noch hin. Die einzigste Deko, die passt, ist ja Hut, ne? Vielleicht besorge ich mir auch noch eine Uniformjacke. Wir wollen uns alle so ein bisschen kostümieren. Also zumindest der Hut ist Pflicht. Dann machen wir hier mit Wunschmusik. Jeder kann wünschen. Country-Mucke. Und nebenbei, ich denke mir auch mal diesen Wettbewerb mit dem Hufeisen werfen an eine Stange. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann nebenbei noch ein, zwei Disziplinen mit Revolver und Gewehr. Und da werden wir alle mächtig Spaß haben. Kleines Pokalchen. Du kannst ja mal die Zielscheibe da zeigen in die Kamera. Und daneben ist noch eine kleine. Darauf können wir ballern. Okay, dann kannst du da hinten nochmal zeigen, die Zielscheibe. Ja, das ist hier unser Holzhütchen, wo wir seit Tagen schon draußen sitzen, auch bei Regen. Ein bisschen tropft es rein, aber das wird repariert. Tschüss.